Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein großer Gott bist. Du hast die ganze Welt geschaffen, du hast auch uns geschaffen und du liebst uns und du kennst uns und du willst das Beste für uns. Es lohnt sich, dir zu vertrauen und wir möchten gerne auf das hören, was du uns zu sagen hast durch dein Wort. Öffne du uns die Herzen für dein Reden. Amen. Vor genau einem Jahr, das war ein Samstag, sind wir als Familie gezügelt vom Kanton Zürich in den Kanton Bern, von einer 4,5-Zimmer-Wohnung in ein großes Haus mit Garten. Und ich muss sagen, es ist schon schön, einen eigenen Garten zu haben. Besonders jetzt im Sommer, einen Teil unserer Sommerferien, werden wir auch im Garten zu Hause verbringen. Hängematte, Vögeli beobachten, Gemüse ernten, Unkraut jäten, Brötle und so weiter. Das ist schön, einen eigenen Garten zu haben, besonders dann, wenn der auch gepflegt ist. Aber warum sage ich das? Das sage ich deshalb, weil die Heilige Schrift das Volk Gottes mit einem wunderschönen, bewässerten Garten vergleicht. Und da haben wir uns nicht einen Schweizer Garten vorzustellen mit den schönen Blumen und so und allem, was es da gibt und so, sondern wir haben uns einen Garten vorzustellen im Land Israel. Im Land Israel gibt es sehr viel Wüste, da regnet es nicht so viel wie bei uns. Da muss man den Garten ein bisschen mehr bewässern. Aber wenn man einen Garten dort bewässert, dann ist es eine wunderbare Pracht. Wir lesen gemeinsam Jesaja 58, der Vers 11. Jesaja 58, Vers 11, dort heißt es: Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Im eigentlichen Zusammenhang ist das, was hier steht, dem Gottesvolk Israel zugesagt. Doch jetzt ist es so, dass das, was hier steht, auch wir für uns in Anspruch nehmen können, wenn wir an Jesus Christus glauben. Denn die Bibel lehrt uns im Neuen Testament, dass wer zu Jesus Christus gehört, wer sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, die Sündenvergebung in Anspruch genommen hat und Jesus auch als Herr in seinem Leben kennt, dem gelten die Segensverheißungen des Volkes Gottes im Alten Testament. Das lehrt uns das Neue Testament in Galater 3, Vers 13. Und jetzt, wenn wir diese Segensverheißung hier lesen und denken, das gilt für uns, dann müssen wir uns etwas fragen, nämlich warum stehen die Segensverheißungen alle in Zukunftsform? Wäre ja schön, würde das in der Jetztform stehen. Warum steht hier, Gott wird dich führen, er wird dich sättigen und stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten? Warum ist das alles Zukunft? Das steht deshalb hier in Zukunftsform, weil das Volk Gottes damals nicht in rechter Weise lebte. Es lebte nur sehr halbherzig sein Glauben. Wir können das nämlich in den Versen vorne drin lesen. In den Versen 2 bis 4. Achten wir mal, was da steht. Da steht: Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nichts wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert
und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Das Volk Israel, das Gottesvolk, lebte sehr halbherzig seinen Glauben. Mit dem Mund haben sie gesagt, ja, ja, und dann haben sie getan, nein, nein. Also, irgendwie hat da was nicht gestimmt. Sie haben auf der einen Seite gefastet, nach dem Willen Gottes gefragt, und auf der anderen Seite die Arbeiter, die für sie gearbeitet haben, bedrückt, ihnen vielleicht den Lohn nicht ausgezahlt oder nur die Hälfte vom Lohn, ich weiß auch nicht, wie genau. Also, und dann haben sie gebetet und haben zugleich gestritten und gehadert und so weiter. Also, da hat was nicht gestimmt. Da hat was nicht gestimmt. Sie haben eine Sonntagsfrömmigkeit gelebt und im Alltag zugleich nach dem Prinzip der Selbstverwirklichung gestrebt. Das eigene Ego stand im normalen Leben im Vordergrund und nicht der lebendige Gott. Und ganz klar, auf so ein Leben konnte Gott nicht seinen Segen geben. Achten wir mal drauf. Nur wo Gott wirklich im Zentrum unseres Lebens steht und nicht unser eigenes Ego. Nur dort kann Gott auch seinen vollen Segen geben. Und das ist mein Anliegen für uns alle hier, für dich und für mich, dass wir im Bild gesprochen Gott als Gärtner in unserem Lebensgarten haben. Und nicht wie ein Garten sind, der nach Selbstverwirklichung strebt. Wisst ihr nämlich, wie ein Garten aussieht, der nach Selbstverwirklichung strebt? Also vor einem Jahr, habe ich ja vorhin schon erzählt, sind wir gezügelt und unser Haus, das mussten wir dann ein bisschen umbauen. Und weil wir uns so aufs Haus fokussiert haben, haben wir dem Garten ein bisschen Zeit gegeben, sich selbst zu verwirklichen. Nach einem halben Jahr, da musste dann der Gärtner kommen und einen Haufen Unkraut wegführen und so und schneiden und so. Also die Unkräuter, die hat es gefreut, dass die sich ein bisschen selbst verwirklichen konnten. Aber uns hat es nicht so gefreut. Ja, und in einem heißen Land wie Israel, wenn dort ein Gärtner nach Selbstverwirklichung strebt, der ist ganz schnell verdorrt, weil der bekommt kein Wasser. Und Gott möchte für unser Leben, dass wir sind wie ein wunderschöner, bewässerter Garten. Dass die volle Blütenpracht zur Entfaltung kommen kann. Und deshalb ist es wichtig für uns im Leben, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, ist Gott wirklich Zentrum in unserem Leben? Ist Gott Zentrum in deinem Leben? Oder ist dein eigenes Ich Zentrum in deinem Leben? Und wir fragen uns, wie sieht das jetzt konkret im Alltag aus? Wie zeigt sich, dass Gott im Zentrum unseres Lebens nicht nur am Sonntag ist, sondern auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter? Das zeigt sich unter anderem darin, dass bei uns Frieden herrscht, dass wir Menschen des Friedens sind. In Römer 12, Vers 18 steht ja, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Da steht nicht, so viel an euch ist, seid möglichst auf euer Recht besorgt und verwirklicht euch möglichst selbst. Nein, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Menschen des Friedens. Und ich muss sagen, es liegt ziemlich viel an uns, dass wir Frieden haben können. Was können wir denn alles tun, damit wir Frieden mit unseren Mitmenschen haben können? Wir können zum Beispiel auf unser eigenes Recht verzichten. Also, wenn wir nicht rechthaberisch auftreten, sondern auch bereit sind, auf unser eigenes Recht zu verzichten, das ist etwas, was wir wunderbar machen können, um Menschen des Friedens zu sein. Achten wir mal drauf, wie viel Streitereien gibt es, weil jeder sein eigenes Recht durchboxen muss?
und sagen, letztes Mal hast du, jetzt bin ich dran und wenn ich jetzt nicht, dann passiert das und so. Also wenn wir auch mal auf unser eigenes Recht verzichten, dann können wir dazu beitragen, dass wir Frieden mit unseren Mitmenschen haben können. Übrigens, da können wir ja auch Jesus als Vorbild nehmen. Was hat Jesus getan, damit wir Frieden haben können? Jesus hat auf sein göttliches Recht verzichtet, im Himmel, in der himmlischen Herrlichkeit bei seinem Vater zu sein, ist arm geworden, ist Mensch geworden, ist sogar ans Kreuz gegangen, ist in den Tod gegangen. Warum? Wegen unseren Sünden. Gott, Jesus hatte ein ganz anderes Recht und er hat darauf verzichtet, er ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden, dass wir durch den Glauben an ihn Frieden mit Gott haben können. In versöhnter Beziehung mit dem lebendigen Gott leben können. Jesus hat auf sein Recht verzichtet. Und genauso sollen auch wir um des Friedens willen hier und da auf das Recht verzichten, um Menschen des Friedens zu sein, um den Friedenfürst unseren Mitmenschen bekannt zu machen. Das können wir nicht dadurch, dass wir ständig unser eigenes Recht durchboxen und rechthaberisch auftreten, sondern dadurch, indem wir Menschen des Friedens sind. So viel an uns liegt, wollen wir Frieden halten mit unseren Mitmenschen. Und dann können wir noch was weiteres tun. Nämlich, um Frieden zu haben, können wir auch sagen, es tut mir leid, wenn wir an jemandem schuldig geworden sind. Und wo wir an jemandem schuldig geworden sind, das hat ja meistens seine Ursache, zumindest bei unseren Kindern ist das so. Wir lernen das immer wieder, wie das ist, wenn jemand schuldig geworden ist. Da fängt der eine an und der andere macht weiter und so. Beide werden aneinander schuldig. Und Menschen des Friedens sind wir dann, wenn wir nicht sagen, er hat aber angefangen oder die hat angefangen, sondern indem wir sagen, es tut mir leid. Klar, als Erwachsene, da hat man schon sich gelernt, ein bisschen sich zu benehmen und da sagt man nicht mehr, aber du hast angefangen, sondern da denkt man sich das nur. Anstatt, dass wir sagen, es tut mir leid, denken wir, du hast aber angefangen. Und um Menschen des Friedens zu sein, wollen wir sagen, es tut mir leid, es tut mir leid. So zeigt sich im Alltag, dass Gott unser Gärtner im Leben ist, dass er unser Leben gestalten darf und nicht wir selbst. Wir wollen Menschen des Friedens sein. Wir wollen Jesus wirklich Herr sein lassen in unserem Alltag. Und dann zeigt sich, dass Jesus unser Herr ist, auch weiter darin, dass wir das Gute suchen für unsere Mitmenschen. Wenn wir einen Menschen in Not sehen, und die Möglichkeit haben zu helfen, ja ganz klar, da helfen wir. Weil wir nicht einfach nur das Gute für uns suchen, sondern das Gute für unseren Mitmenschen. Und vielleicht sind wir in Situationen, wo Gott uns auch Verantwortung gegeben hat für andere Menschen. Eltern haben Verantwortung für ihre Kinder. Lehrer haben Verantwortung für ihre Schüler, Arbeitgeber oder höhere Angestellte, die haben Verantwortung für ihre Untergebenen im Geschäft. Und da wollen wir auch nicht einfach nur schauen, wie komme ich zu meinem Recht, wie kann ich das Beste für mich rausdrücken aus der Situation, sondern das Gute auch immer für den Nächsten suchen, in der Erziehung. Da wollen wir nicht nach dem Prinzip leben, wie können die Kinder möglichst alles tun, was ich will, sondern als Eltern überlegt man sich, und was ist das Gute für die Kinder? Und entsprechend erzieht man die Kinder dann auch ein bisschen anders. Das heißt nicht, dass man die Kinder nach Strich und Faden verwöhnt, sondern dass man das Gute für die Kinder sucht. Übrigens, manchmal ist es leichter, die Kinder zu verwöhnen, wie das wirklich Gute für die Kinder zu suchen. Das ist nämlich anstrengend, die Kinder zu erziehen. Ja, wir haben 4 Kinder, ich weiß da Bescheid. Ja. Und dann als Lehrer, da macht man dann seinen Beruf nicht einfach nur deshalb, weil man 13 Wochen Ferien im Jahr hat, gut bezahlt ist und so weiter, sondern weil man
das aus Berufung macht, weil man das Gute für die Kinder sucht. Und dann kann man das vielleicht so verwirklichen, dass man auch für die Kinder betet. Nicht einfach nur seinen Job macht, sondern auch für die Kinder betet, die für einem anvertraut sind. Und vielleicht ergibt sich da das ein oder andere Gespräch auch mit den Schülern, wo man vielleicht auch was vom Glauben weitergeben da kann. Und dann im Beruf, wenn man vielleicht angestellt hat, das suchen wir das Gute für die Angestellten. Man versucht nicht einfach nur möglichst viel Leistung aus ihnen rauszupressen, dass man möglichst viel Erfolg hat und es wirtschaftlich gut geht, sondern man ist auch auf das Wohl der Mitarbeiter bedacht. Übrigens, Mitarbeiter, die sehen, mein Chef, der nimmt mich ernst, der kümmert sich um mich. Der ist viel motivierter bei der Arbeit, wie jemand, der weiß, ich werd hier nur ausgenutzt. Also, wir wollen das Gute für unser Nächsten suchen. So zeigt sich, dass wir Jesus an erster Stelle haben. Im Doppelgebot der Liebe heißt es ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und dann weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir wollen nicht nur auf uns bedacht sein, sondern auch das Gute für unseren Nächsten suchen. Wenn wir jetzt unseren Alltag anschauen, wenn wir ein bisschen Analyse machen, wie sieht es bei mir im Leben aus? Können wir sagen, ich bin ein Mensch des Friedens? Ich lebe in guten Beziehungen zu meinem Nächsten? Können wir von uns sagen, jawohl, ich suche nicht nur mein Gutes, sondern ich suche auch das Gute von meinen Mitmenschen? Ich hoffe, bei uns sieht das allen so aus und wenn jemand merkt, da sind ein paar Unkräuter gewachsen da und dort sieht es nicht so gut aus, da wollen wir mit den Unkräutern zum Gärtner gehen und sagen, hey Gärtner, es tut mir leid, dort sind ein paar Unkräuter in meinem Leben gewachsen, da lebe ich in Unfrieden, bitte hilf du mir, da Frieden zu machen, bitte vergib du mir und dann geht man auch zum Nächsten hin und versucht dazu Frieden zu machen. Wir wollen doch ein Garten sein, wo der Gärtner das Sagen hat und wo wir nicht nach dem Prinzip der Selbstverwirklichung leben. Und jetzt dort, wo Jesus das Sagen bei uns hat im Leben, da dürfen wir mit einem Haufen von Segensverheißungen leben. Wir lesen in unserem Bibeltext da einige. Wir dürfen für uns wissen, und der Herr wird dich immer da führen. Gerade wenn man schon längere Zeit mit Jesus unterwegs ist, schon längere Zeit Jesus nachfolgt, dann wird man sagen können, genau das stimmt. Das habe ich schon unzählige Male erlebt, wie der Herr mich geführt hat, wie Jesus meinen Weg geführt hat. Ich selbst kann es von mir auch sagen, Gott hat mich wunderbar geführt. Gott hat mich nicht immer einfache Wege geführt. Manche Wegstrecken, die Gott mich geführt hat, sind auch schwierig gewesen. Und ich habe in den Situationen nicht gewusst, warum musste das jetzt so passieren. Aber bei manchen Dingen, da habe ich dann später erfahren, aha, deshalb musste das so passieren, weil das eine Vorbereitung für ein zukünftiges Ereignis war. Der Gärtner, der mein Leben kennt, die Vergangenheit und die Zukunft, er hat das alles wunderbar geplant gehabt. Und einmal war das so, dass ich dann persönlich vorbereitet worden ist, weil ein schwieriges Ereignis in der Vergangenheit eine Hilfe war für ein späteres Ereignis. Manchmal war es aber auch so, dass ein schwieriges Ereignis in der Vergangenheit geholfen hat, dass ich jemandem anderen helfen konnte, ermutigen konnte, wo in einer ähnlichen Situation war. Und Gott das deshalb gebraucht hat. Es ist genial, wenn man unter der Führung Gottes leben darf, in der Führung von Jesus Christus leben kann, der nicht nur unser Leben überblickt, von der Vergangenheit bis zur Zukunft, sondern auch die ganze Welt überblickt. Jeden einzelnen Menschen hat Gott im Auge. Und weiß auch, welchen Menschen wir begegnen werden.
Und diesem Gott zu vertrauen, unter seiner Führung zu stehen, das ist genial. Das ist genial. Und diese Segensverheißung haben wir. Er wird uns immer da führen. Und dann dürfen wir weiter auch erleben, dass Gott uns stärkt und Kraft schenkt, auch in Zeiten der Dürre. Es steht ja hier, er wird dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Manchmal führt uns Gott auch durch Dürrezeiten hindurch. Nicht immer sind die Zeiten, die wir erleben, wunderbare Zeiten, wo es immer einfach ist, wo die Umstände immer ideal sind, sondern manchmal sind wir auch in Umständen drin, wo wir fast am Verzweifeln sind und nicht wissen, wie soll es bei mir überhaupt weitergehen. Und für diese Zeiten, da verspricht uns Gott, und ich will dich stärken. Ich lass dich nicht allein in Zeiten der Dürre. Und vielleicht haben auch einige von uns schon mal so Dürrezeiten erlebt und haben festgehalten am Vertrauen an Gott, haben sich bewässern lassen von Gott, indem sie in der Bibel gelesen haben, indem sie Gott gesucht haben im Gebet. Und dann hat man vielleicht erlebt, dass mitten in den schwierigen Umständen, wo man am Verzweifeln war und nicht wusste, wie geht es weiter, dass Gott täglich zu einem durch die Bibel geredet hat und einen gestärkt hat, einem Zuversicht gegeben hat, einem Ruhe geschenkt hat, obwohl ringsherum Stürme geweht haben. Oder man durfte erleben, wie man ins Gebet gegangen ist, Gott geklagt hat, die Umstände, in denen man drin war, und dann erleben durfte, wie Gott einem hilft, wie Gott einem vielleicht unerwartete Hilfe geschenkt hat. Ja, wir als Gläubige unter der Führung von Jesus Christus, wir kommen manchmal in die Zeiten der Dürre, aber wir müssen nicht die Zeiten der Dürre fürchten, denn wir haben jemanden, der uns stärkt, der uns hilft, der uns nicht alleine lässt. Und schließlich haben wir hier auch die Verheißung, dass Gott uns zu einem bewässerten Garten machen wird oder wie zu einem bewässerten Garten machen wird. Wo wir unter der Führung Gottes leben, da müssen wir unser Leben nicht selber im Griff haben. Da müssen wir nicht selber die Pläne für unser Leben verwirklichen, sondern wir haben einen, der uns führt. Wir haben einen, der uns besser kennt wie wir selber. Wir haben einen, der einen Plan hat für unser Leben. Und wenn Gott seinen Plan mit unserem Leben zur Erfüllung bringt, dann ist das viel, viel besser, wie wenn wir versuchen würden, unseren eigenen Garten zu verwirklichen. Denn dann haben wir jemanden, der rauskommt mit unserem Leben. Und das wollen wir doch tun. Wir wollen Gott voll und ganz die Führung über unser Leben überlassen. Wir wollen Gott in unserem Zentrum haben. Und sein Plan für unser Leben, der soll zur Verwirklichung kommen. Jetzt haben wir Sommerzeit. Einige waren schon im Urlaub, einige gehen noch in Urlaub, einige verbringen den Urlaub zu Hause im eigenen Garten, genießen den oder arbeiten darin. Und wenn wir da so einen Garten sehen, da wollen wir dran denken, ein Garten bedarf der Pflege. So bedürfen auch wir der Pflege Gottes. Wir wollen Gott als Gärtner in unserem Lebensgarten wirken lassen und nicht nach Selbstverwirklichung streben, sondern nach Christusverwirklichung. Christus soll an uns arbeiten. Und wenn jemand von uns weiß, eigentlich bin ich viele eigene Wege gegangen. Gar nicht Jesus hat in meinem Leben als Herr und Gärtner gewirkt. Dann wollen wir wieder Jesus den ersten Platz in unserem Leben einnehmen lassen. Vielleicht haben wir jemanden da, der noch gar nie grundsätzlich Jesus die Führung über sein Leben gegeben hat.
Ich möchte dich ermutigen, übergib Jesus die Führung deines Lebens. Er hat dich geschaffen, er kennt dich, er weiß, was das Beste für dich ist. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Und wenn du nicht weißt, wie genau das anstellen, kannst du entweder auf mich zukommen oder auf den Sven, der die Gottesdienstleitung hatte, oder sonst auf jemand, von dem du denkst, der kann dir weiterhelfen. Komm zu Jesus, es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Vielleicht ist aber auch der ein oder andere unter uns, der merkt, bei mir im Leben, da ist das ein oder andere Unkraut gewachsen. Da gibt es Dinge, die man bereinigen sollte. Schlepp's nicht länger mit dir rum. Bestell den Gärtner. Geh ins Gebet zu Jesus. Bekenn ihm, was bei dir falsch gelaufen ist, wo du dich versündigt hast. Er vergibt dir gerne. Und wenn es Dinge gibt, die mit Mitmenschen zu bereinigen sind, dann bitte ich dich, mach das auch mit ihnen in Ordnung. Es ist so schade, das Leben zu verbringen im Unfrieden. Frieden zu machen, das lohnt sich. Und wenn wir jetzt im Sommer verschiedene Gärten anschauen, es gibt ja ganz verschiedene Gärten, Gemüsegärten, Rosengärten, botanische Gärten, japanische Gärten, chinesische Gärten und so weiter, Schweizer Gärten, dann denkt dran, wo Gott in unserem Leben als Gärtner wirkt. Da tut er ganz verschieden mit uns seinen Plan verwirklichen. Gott hat einen anderen Plan mit dem Sven wie mit mir. Und dann mit jemand anders hat er wieder einen anderen Plan. Gott kennt uns durch und durch und weiß, was zu uns am besten passt. Ob der Steingartner, ob der chinesische Gartner oder und so weiter. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht vergleichen, auch wenn ich nur so wäre wie der oder so wie der, dann kommt es nicht gut. Sondern wir wollen nicht vergleichen, sondern Gott vertrauen. Ihn an unser Leben dran lassen. Und dann verwirklicht Gott seinen Plan mit unserem Leben. Und wir können staunen, was Gott aus unserem Leben macht. Und da dürfen wir gespannt in die Zukunft schauen oder der Zukunft entgegengehen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort, dass du uns immer wieder ermutigst, aber auch ermahnst. Du weißt, was bei einem jeden von uns dran ist. Hilf du uns, die Schritte zu gehen, die du für uns bereit hast. Wir wollen nicht unsere eigenen Wege gehen, sondern uns von dir führen lassen. Danke, dass du uns führst und leitest und einen guten Plan mit uns hast. Amen.